Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin heute in New York City, wie man unschwer hören kann. Ich mache hier wieder eine kleine Foodtour, wie ich es auch in Los Angeles gemacht habe. Der Beginn wird einem, würde ich mal sagen, ikonischen Pizzaladen sein, der seine Pizza früher immer für $1 den Slice angeboten hat, was natürlich jetzt nicht mehr der Fall ist. So sieht das Ganze jetzt aus. Kostet noch $1,50. Wie gesagt, früher haben die so 99 Cent der Slice gekostet, aber für New York ist 1,50 immer noch sehr günstig, würde ich sagen. So, ich habe jetzt einen Spot gefunden, wo ich die Kamera abstellen kann. Für $1,50 auf jeden Fall noch eine Empfehlung wert. Jetzt geht's ab zum nächsten Spot. Das wird 7th Street Burger sein. Wird als einer der besten oder der beste Burger gerade in New York gehandelt. Mal schauen, was der so kann. Ein Smashburger auf jeden Fall. Er meinte, er ist mit Pickles, bisschen Onions und einer hausgemachten Soße. So, ich habe mir jetzt ein bisschen ruhigeres Plätzchen gesucht. Ich fand, der Burger war hervorragend, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert und kann man auf jeden Fall hingehen, wenn man in der Stadt ist. War ein super Burger. Das Fleisch war super, hat eine schöne Kruste. Es hätte noch ein bisschen mehr sein können, aber für mich war es auf jeden Fall ausreichend. Die Soße fand ich herausragend, die war echt gut. Und ich finde, das war auch bei For the Win in Los Angeles so, wenn die Soße stimmig ist und das Ganze schön abrundet, dann ist es einfach ein guter Burger am Ende. Wenn das nicht passend ist, wenn da irgendwas überlagert und es einfach dann keinen schönen Geschmack mehr gibt oder irgendwas einfach heraussticht, dann macht das einen großen Unterschied. Und hier fand ich wieder, das war echt ein super Burger. Ich habe den ganz normal genommen, einfach mit Käse, Zwiebeln und Pickles. Die Pommes, muss ich sagen, waren super. Die Pommes waren außen super knusprig, hatten eine schöne goldgelbe Farbe, leicht bräunlich. Und innen drin waren sie schön cremig, kartoffelig. Also wenn ihr da in der Nähe seid, da kann man auf jeden Fall vorbeigehen. So ist jetzt Tag 2 in New York. Ich bin jetzt gerade in Brooklyn, in Williamsburg beim Smorgasburg. Das ist so ein Food Market. Und wenn ihr hier seid, Williamsburg, habt ihr auch eine super Sicht auf die Stadt. Also hier sieht man Uptown. Wenn ich ein bisschen weiter nach rechts gehen würde, würde man auch Downtown recht gut sehen. Natürlich, das Wetter ist gerade nicht so gut. Aber ich gehe jetzt einfach mal über den Food Market und zeige euch ein bisschen was. Der ist immer samstags. Also der ist jeden Samstag und ist, glaube ich, einer der größten in ganz USA. Ich habe mir jetzt nichts zum Essen genommen. Ich wollte euch das einfach mal kurz zeigen. Und der eine Barbecue-Stand, wo so eine lange Schlange war, Barks Barbecue, die haben gerade auch ein bisschen Hype. Ich habe mir auch überlegt, da hinzugehen. Aber nach der Woche in Texas glaube ich nicht, dass das jemand übertreffen kann. Vielleicht schaue ich mir noch was an, aber der Laden wird es auf jeden Fall nicht sein. So, ich bin jetzt aber auf dem Weg zu Frankel's Deli und werde dann Pastrami-Sandwich probieren und mal schauen, was die sonst noch so haben. Zu dem Pastrami-Sandwich. Das Sandwich war super. Das Brisket war super zart. Da war eigentlich nur Senf drauf. Das Brot war ein bisschen weich. Ich fand das in Los Angeles bei dem Langer's Deli ein bisschen interessanter, wo ein bisschen Kümmel drin war und das Brot noch ein bisschen knuspriger drin war. Aber wenn ihr da in der Nähe seid, kann man auf jeden Fall vorbeigehen. Das ist ein super Sandwich. Wenn ihr zum ersten Mal in New York seid, würde ich trotzdem sagen, geh lieber zu Cut's Deli. Das hat einfach ein bisschen mehr Historie. Da ist ein bisschen mehr geboten. Da ist ein bisschen mehr Action. Es hat einfach ein bisschen mehr Charme. Das, wo ich jetzt war in Williamsburg, ist halt ein bisschen neumoderner. Aber trotzdem, die Qualität am Produkt ist trotzdem herausragend.
Was ihr gerade eben gesehen habt, war der Chelsea Market. Da bin ich jetzt auch einfach nur durchgelaufen. Da sind einfach verschiedene Restaurants drin, die teilweise auch recht gut sind, muss man sagen. Heute ist Wochenende, deswegen ist das Ganze ein bisschen überlaufen. Aber ich werde nach dem Wochenende da nochmal hingehen und da Tacos essen, weil da ein sehr guter Taco-Stand. Dann kann ich eventuell nochmal ein bisschen mehr zeigen von dem Ganzen. Aber jetzt war einfach gerade viel los, deswegen bin ich jetzt mal durchgelaufen, damit man einfach mal einen Überblick bekommt, wie das Ganze so aussieht und was da so vor sich geht. Und wenn man einen Block weitergeht, dann kommt man ins Pier 58. Das ist auch nochmal so was Ähnliches. Da gibt es auch nochmal verschiedene kleine Restaurants und so Essenstände, wo man sich was zu essen holen kann. Und hier bin ich gerade oben auf dem Dach. Und hier oben drauf ist ein richtig schöner Park. Der ist auch nicht so überlaufen. Hier, wie man hinter mir sehen kann, da sieht man Downtown. Und hier auf der anderen Seite, wo ich gerade sitze, sieht man Uptown New York. Bei schönem Wetter ist es auch einfach super zum Entspannen. Hier ist nicht ganz so viel los, hier sind nicht ganz so viele Leute. Wo ich jetzt gerade eh schon Uptown war, bin ich jetzt an der 72. Straße West raus und laufe jetzt gerade durch den Central Park. Dann zeige ich euch ganz kurz, wo ich gearbeitet habe. Das war an der 65. Straße. Dann gehe ich da kurz vorbei, filme das kurz von außen und dann geht's weiter. Hier ist der Central Park, da bin ich gerade einmal quer durchgelaufen. Und wir müssen jetzt zwei Blocks hier runter in die Richtung. Das ist die 65. Straße East und wir müssen jetzt zwei Blocks in die Richtung hier runter und dann müsste es kommen auf der rechten Seite. Hier die Upper East Side eigentlich auch eine recht gute Gegend in New York, wo sehr viel wohlhabende Leute leben, würde ich mal sagen. Deswegen sind ja auch oft so Konsulate und irgendwelche Sachen. Das deutsche Konsulat meine ich, das ist unten bei der UN. Ich glaube, das ist sogar das Generalkonsulat von Amerika. Und hier sind wir auch schon. Da ist das Restaurant Daniel. Da drüben ist der Perso-Eingang rechts mit der grünen Tür. Und jetzt zeige ich euch ganz kurz, was das Beste immer war nach einem langen Arbeitstag. Ist man hier lang gelaufen, weil hier hinten in die Richtung ist die Subway. Vor allem im Winter und so, wenn die ganze Weihnachtsdeko draußen war, dann ist man rechts um die Ecke. Und dann war hier in der Straße, wenn auch ein bisschen Schnee war oder nicht, ist nach unten. Und ganz da unten, da stand dann ein Weihnachtsbaum. Und das war eigentlich immer recht schön dann am Abend oder in der Nacht, wenn man heimgegangen ist. Da unten sieht man auch das MetLife-Gebäude und davor stand dann immer der Weihnachtsbaum oder was auch immer gerade für einen Feiertag oder so war, für das geschmückt war. Ich fahre jetzt wieder nach Brooklyn und die letzte Station für heute wird jetzt noch ein Taco-Laden sein, den ich ausprobieren möchte. Das Taco-Restaurant kann ich heute leider nicht mehr besuchen, aber wenn du das sehen möchtest, dann musst du in dem zweiten Vlog von New York einschalten, wo ich eine weitere Foodtour mache. Da besuche ich einfach zwei Taco-Läden. Ich hoffe, der Vlog hat dir gefallen. Wenn das so ist, abonniere gerne den Kanal. Dann verpasst du die nächsten Vlogs auch nicht, die nächste Woche wieder kommen werden.